Was geht ab, Marvel-Fans? Bevor die neue Season in Marvel Snap startet, möchte ich mein Fazit zum Spiel abgeben. Anschließend schauen wir uns heute die Roadmap zu Marvel Snap an. Beginnen wir mit dem Fazit. Vorab, Marvel Snap ist ein sehr gutes Kartenspiel. Es macht so viel Spaß, dass ich mich selber beim Spielen in jeder freien Minute erwische. Ein Spiel läuft im Durchschnitt 3 Minuten, gerade deshalb denkt man sich, komm, ein Spiel geht noch. Auf dem Handy habe ich bisher nicht einen Bug gesehen, die PC-Version bewerte ich erstmal noch nicht, da sie im Early Access ist. Hier gibt es nämlich einige UI-Probleme, was auch dazu führt, dass die Events nicht angezeigt werden. Beginnen wir mit dem Belohnungssystem. Aktuell gibt es keine Möglichkeit, in Marvel Snap Kartenpackungen im Shop zu erwerben. Neue Karten erhält man durchs Spielen. Je mehr man spielt, umso schneller steigt man im Sammellevel. Man levelt relativ schnell und das selbst bei einem Sammellevel von fast 300. Das motiviert und bringt Lust, weiter zu spielen. Was man aber im Shop kaufen kann, sind Kartenvarianten. Das sind neue Designs für bereits erworbene Karten. Hier ist mein erster Kritikpunkt: Die Preise im Marktplatz für Kartenvarianten sind viel zu hoch. 700 Gold kostet in der Regel eine Karte. Das sind umgerechnet 12 Euro. Klar ist, dass die Karten geupgradet werden können und ihr dadurch im Sammellevel aufsteigt, aber 12 Euro? Über Kartenvarianten, die 1200 Gold kosten, brauchen wir schon gar nicht zu sprechen. Mir fehlen hier Angebote wie anfangs mit Captain America, eine Kartenvariante, etwas Gold und Credits für weniger Geld. Ebenfalls teuer ist der Season Pass. Circa 12 Euro kostet der Season Pass und als Belohnung erhalten wir viel zu wenige interessante kosmetische Items. Die Belohnungen wiederholen sich und man muss x Level aufsteigen, damit etwas Interessantes dabei ist. Das Gameplay macht wiederum alles richtig. Die Karten sehen alle sehr gut aus, die Standorte bringen immer Abwechslung ins Spiel und die Runden machen immer sehr viel Spaß, selbst wenn ich verliere. Ich würde mir hier neue Hintergründe des Spielfelds wünschen, wie zum Beispiel zur Spider-Man Season das Dach vom Daily Bugle. Vielleicht auch ähnlich wie in Hearthstone, dass man die Zeit mit Entdecken überbrücken kann. Was ich mir auch wünschen würde, wäre ein Abenteuermodus mit einer kleinen Story. Möglich wäre es. Nun zur Bewertung. In meinen Augen ist Marvel Snap aktuell das beste Kartenspiel. Ich bewerte das Spiel mit 9 von 10 Punkten. Kommen wir nun zur Roadmap. Dies ist die offizielle Roadmap zu Marvel Snap. Ganz links stehen eigentlich nur Features, die bereits mit dem Release ins Spiel gekommen sind. Leider gibt es hierzu noch keine Bilder. Interessanter sind die Punkte, die bereits in Entwicklung sind, wie zum Beispiel ein Kampfmodus gegen Freunde. Der Kampfmodus ist eine völlig neue Art, Marvel Snap zu spielen. Im Kampfmodus beginnt jeder Spieler mit 10 Gesundheit und der Gewinner fügt seinem Gegner Schaden in Höhe des Spieleinsatzes zu. Wenn du dich zum Beispiel gesnappt hast, fügst du deinem Gegner 4 statt 2 Schaden zu oder ziehst dich früh zurück und verlierst nur eine Gesundheit. Die Spieler spielen eine Reihe von Spielen gegeneinander mit demselben Deck, bis ein Spieler keine Gesundheit mehr hat. Einen Modus ohne Rang, um Missionen zu erledigen oder auch um Karten zu leveln und zu testen, werden wir in den nächsten Monaten auch erhalten. Interessant klingen die Collector Tokens. Diese Tokens können von uns gesammelt werden und gezielt gegen Karten eingetauscht werden, die wir noch nicht besitzen. Der Token Shop bietet alle 8 Stunden eine Karte, die wir nicht besitzen. Wenn wir noch nicht genug Tokens haben, können Spieler den Shop einfrieren, um ihre Zielkarte einzusperren. Einige Features befinden sich noch in der Konzeptphase. Dies bedeutet nicht, dass wir die Features zu 100% erhalten. Da sie aktuell nur auf Papier existieren,
können sie verworfen oder auch anders ins Spiel kommen. Zu den Features zählen folgende Punkte: Wettkampfmodi, Gilden, Sozialsysteme, Ereignisse im Spiel, Infinity-Rangbestenliste, sammelbare Emotes und Karten-Emojis und mystische Varianten. Sobald Gilden verfügbar sind, werden wir auf jeden Fall eine Community-Gilde gründen. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen. Marvel Snap wird ab sofort Teil unserer Marvel News. Dienstags berichten wir über Neuigkeiten zu Marvel-Spiele und Filme. Wenn ihr nichts zum Thema Marvel verpassen möchtet, lasst gerne ein Abo da. Sobald es neue Infos zu Marvel Snap gibt, erfahrt ihr es in Zukunft in den Marvel News Episoden. Einzelne Videos zu Features und Season Pässe wird es in Zukunft ebenfalls geben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschaußen!